Wie ihr wünscht. So, jetzt gehe ich erstmal hinter dem Tempel entlang, komme hier vor und gehe dann in den Tempel rein. Vielleicht können wir dann doch Shartil gegen den Ork-Paladin tauschen. Den finde ich nämlich ehrlich gesagt interessanter als sie. Und wie gesagt, ich wollte sie eigentlich gar nicht aufnehmen. Das war jetzt einfach nur aus der Not heraus, damit wir einen sechsten Charakter haben. Also gut, ich könnte hier im Helmtempel ein bisschen Geld spenden, um auf 10 zu kommen. Aber gucken wir mal noch mal kurz das Buch für Firebeard. Die Schicksalsmünze. Haben wir die Schicksalsmünze? Riesen, Norden, 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 Norden. Du hast nichts dabei, du hast auch nichts dabei. Schattental, Schattental, Tethyr. Glocken der Tiefe, noch mehr Tethyr. Ja, Geschichte des Nordens haben wir verdammt oft. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal gehen und diese ganzen Bücher verkaufen. Ihr braucht nur zu fragen. Die Geschäfte laufen schlecht. Kein Wunder bei der Eisen. Ich meine, lesen könnten wir sie sogar, während sie bei ihm sind, aber er kauft keine Bücher, Mist. Ihr braucht nur zu fragen. So, das heißt, wir gehen in den Tempel. Ja, wie ihr wünscht. Ah, kühne Abenteurer an unserer Tür. Helm schützt die gesamten Reiche und seine Diener stehen euch zur Verfügung. Der Wachsam ist bereit, euren Gebrechen Abhilfe zu schaffen und somit den unabgiebigen Blick des großen Anführers abzulenken. Natürlich für eine angemessene Gabe. Wir wollen doch gegenseitig unseren guten Willen beweisen. Ihr versteht wohl? Helm wacht über euch und unseren arm verirrten Bruder Brage. Einen besseren Hauptmann der Garde wird man diesseits von Arm gewiss nicht finden. Eine verblüffende Wandlung für jemanden, der so fromm war wie er. Ohne das Wirken von Kräften der Finsternis ist eine solche starke Wendung gar nicht denkbar. Wenn er einem bösen Einfluss unterliegt, wäre es vielleicht das Beste, die harte Gerechtigkeit des Militärs eine Zeit auszusetzen. In der Garnison wird er keine Zuflucht finden, doch wenn er sich in den Tempel begebe, nun, er muss der Wiedergutmachung willen nicht notwendigerweise mit dem Leben bezahlen. Kann ich euch in irgendeiner Weise behilflich sein? Ja, was bietet ihr an? Also ich spende mal 100 Gold. Das sollte genau reichen. Nö. Geschäfte heute öffnen nicht gut wegen des Jahrmarkts östlich der Stadt. Gut, das waren jetzt 200 Gold. Das hat aber nicht geholfen. Ja, hier können wir nur Standardzeug kaufen. Und nichts verkaufen. Identifizieren brauchen wir hier auch nicht. Wie kann ich helfen? Na, im Tempel von Helm in Naschke scheint zu glauben, dass Brage aufgrund der wachsenden Anspannungen östlich von Naschke findet ein Fest statt. Viele Leute finden sich dort ein. Wachsende Spannungen mit Am aufgrund der angeblichen Bedrohung von Am wachsen die Spannungen in der Region. Doch ich habe diesbezüglich nur ziemlich zweideutige Beweise gesehen. Ja, und Hauptmann Brage. Nahe im Tempel von Helm in Naschke scheint zu glauben, dass Brage unter dem Einfluss einer bösen Macht steht. Wenn ich ihn statt zur Garnison in den Tempel bringe, wird er für seine Verbrechen vielleicht nicht getötet. Worum? Ich werde mich im Hand umdrehen, darum kümmern. Sie müssen Ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor Sie weiterziehen können. Ihr braucht nur zu fragen. Das heißt, auf der Seite sind wir fertig.
Gehen wir also die Brücke hoch und hier runter und holen uns endlich den Ankeg-Panzer. Also ja, für alle, die mir jetzt vorwerfen, dass ich Minz getötet habe. Er war es, der mich angegriffen hat, nur weil ich ihn einen Schwachkopf genannt habe. Und er ging auch ziemlich schnell down. Ja, hier ist das Feld. Und da ist unser Ankeg-Panzer. Okay. Das Ding wiegt gerade mal 25, hat eine Rüstungsklasse von 1. Und ist der geilste Scheiß überhaupt. Jedenfalls den wir im Augenblick kriegen können. Dann wird es gehen auf minus 1 runter. Ja, wie ihr wünscht. Gehen wir mal die ganzen Bücher näher, bis wir wissen, an wen wir sie verkaufen können. Entweder das oder ich stopfe sie in irgendeinen zentralen Container, wenn ich einen finde. Hi, Kühe. Also ja, Nashkel ist ein Dorf. Wie man sehen kann. Ich meine, es gibt... Oh, das ist eine Taverne gewesen, stimmt. Es gibt hier das Herrenhaus, das ist das einzige gehobene Haus. Dann natürlich die Garnison und so weiter, aber hier sind es hauptsächlich Bauernhäuser. Und sonst nichts Besonderes. Hi, Nuber. Hi, ich bin Nuber. Schön hier, hä? Hab schon ein paar Monster getötet und so weiter. Oh, ich bin da in was reingetreten. In der Stadt haben sie alle Steine nach mir geworfen und ich meinte, ich bin ein Plagegeist. Ganz schön spät, findet ihr nicht? So eine lange Unterhaltung hatte ich noch nie. Ja, mit der Waffe, mit den Farben sieht ihr ganz schön dämlich aus. Ich kannte meinen Bus namens Dilby, der hat mich auch mit Steinen beworfen. Werdet ihr die Steine nach mir werfen? Wie spät ist es jetzt? Wie wäre es jetzt? Wie wäre es jetzt? Und jetzt? Ja, ich lasse mich von dir nicht provozieren. Ich nerve dich zurück. Na, eure Geduld möchte ich haben, da fällt mir nichts mehr ein. So, 400 Erfahrungspunkte. Ich hätte ihn jetzt noch töten können. Fällt mir gerade so ein. Aber ich glaube, das hätte meinem Ruf wieder geschadet, Nube zu töten. So, die gute Frage ist, was mache ich jetzt wegen Edwin? Haltet ein! Ich benötige die Dienste eurer Gruppe. Ich bin der Magier. Ich bin der Magier Edwin und ich bedarf eurer Hilfe. Ja, die sind sehr brauchbar. Ich möchte, dass ihr eine Hexe für mich tötet.
Die Hexe Dünner hier. Sie ist ein halbpsychisches Biest, doch mit eurem Beistand sollten sie alle Schwierigkeiten ausräumen lassen. Möchtet ihr mir behilflich sein? Es hört sich einfach an. Ich werde tun, was ihr verlangt. Mit eurem mörderischen Plan will ich nichts zu tun haben. Warum wollt ihr den Tod dieser Frau? Soll ich sie töten, ohne zu wissen, wofür? Ehrlich gesagt, ja. Das ist nicht eure Angelegenheit. Ihr müsst nur das tun, was euch aufgetragen ist. Und ansonsten keine Fragen stellen. Wie lautet eure Antwort? Ich möchte wissen, welchen Preis ihr mir bietet, bevor ich den Auftrag annehme. Den Lohn, den ich euch anbiete, dürfte euer beschränktes Urteilsvermögen bei weitem übersteigen. Übernehmt den Auftrag oder lasst es sein. Ich werde die Tat nicht ausführen, bevor ich die Höhe der Belohnung nicht weiß. Sucht euch einen anderen Handlanger. Man sollte davon ausgehen, dass jede Belohnung besser ist als gar keine. Aber egal, ich finde jemand anderen, der weiß, was sich geziemt. Neuer Tagebucheintrag. Edwin und Dünner hier. In der Nähe von Aschke habe ich einen Magier namens Edwin getroffen und abgelehnt, eine Hexe namens Dünner hier für Geld zu töten. Ja, weil er mir einfach nicht sagen wollte, wie viel er bereit ist zu zahlen. Aber ja, wir wissen dank Minsk, dass Dünner hier in der Gnoll-Festung ist. Und jetzt müssen wir Nera halt mitnehmen. Hi, Carp. Was machst du hier so alleine? Was gibt's Neues? Ich wünschte, die Lage hier auf dem Bauernhof wäre besser, aber wenigstens sind wir keine Bergarbeiter. Was könnte besser sein als diese unberührte ländliche Umgebung? Wo liegt der Unterschied? Jedenfalls verbringt ihr euer Leben mit den Händen im Dreck. Ja, aber damit grabt ihr euch euer eigenes Grab. In der Mine wird eure Haut von den Klauen des Batetsu aufgeschlitzt und ihr werdet in den unbekannten Tiefen herabgerissen werden. Also Batetsu ist ein Teufel. Uns geht es hier in der Oberfläche zwar nicht sehr gut, aber immerhin besser, das kann ich euch versichern. Habt mit den Seelen der unglücklichen Bergarbeiter Mitleid. Also ja, solange im Neras magische Geschosse jetzt normal funktionieren, bin ich gerne mit Nera unterwegs, weil sie ist ein Charakter aus der Enhanced Edition und das macht sie interessant. Wiederum. Das heißt, wir reisen mal in diese Richtung. Feinde haben ihnen aufgelauert. Sie müssen sich verteidigen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wie wäre es damit, Dreckskerl? Zeit für einen Brandbrand. Zeit für einen Brandbrand. Ist das dein Ernst? Wie kann ich helfen? Okay. Wie ihr wünscht. Feinde haben ihnen ihr aufgelauert. Nur zu fragen. Sie müssen sich verteidigen. Worum ihr braucht, nur zu fragen. Ja? Wie viele Geschosse schieße ich jetzt eigentlich? Zwei. Hey. Kann ich helfen? Was ist es diesmal? So. Wo ihr braucht, nur zu fragen. Das heißt, weiter in diese Richtung. Gut, hier machen wir mal einen Quicksave. Nur zu fragen. Und dann gehen wir das Gebiet mal ab. Und ja, ich hätte auf den Jahrmarkt gehen können, aber das mit der Knollfestung klingt doch interessanter. Vor allem, weil wir jetzt zwei Leute hatten, die dort eine Dünner hier suchten. Ihr braucht nur zu fragen. Noch ein Wäldchen im Süden.
bist hoffentlich ein normaler Wolf, ja. Bist du auch. Oder vielleicht trotzigen Tod. Man hört dich. Lass dich ordentlich stutzen.